Geht es an der Frankfurter Börse gerade aufwärts oder rutschen die Kurse? Die Antwort gibt eine einzige Zahl: der Deutsche Aktienindex, kurz DAX. Die Bewegungen des DAX sind jeder Nachrichtensendung eine Meldung wert. Kein Wunder, denn der Index sagt nicht nur Aktionären, ob sie gewonnen oder verloren haben, er ist auch ein wichtiges Barometer für den Zustand der Wirtschaft. Der DAX umfasst die Aktien der 30 wichtigsten deutschen Aktiengesellschaften. Aus den Kursen dieser Wertpapiere wird der Index berechnet, und zwar in jeder Minute neu. Wer in den Kreis der DAX-Unternehmen aufgenommen wird, wie etwa die Allianz, BMW und die Deutsche Bank, hängt von strengen Kriterien ab. Entscheidend ist zum Beispiel der Wert aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens und der Umsatz, der damit erzielt wird. Am 30. Dezember 1987 erblickte der Deutsche Aktienindex das Licht der Welt und startete mit einem Wert von genau 1000 Punkten in sein bewegtes Leben. Viele strahlende Höhenflüge und bittere Talfahrten hat der DAX seither erlebt. Nachdem er während der New Economy Rally in fantastische Höhen gestiegen und dann plötzlich ins Bodenlose gestürzt war, hat die Börsenwelt reagiert. Für mehr Sicherheit im DAX sorgen heute strenge Transparenzregeln. So muss jedes DAX-Unternehmen seine Bilanzen nach international gültigen Richtlinien erstellen und alle 3 Monate einen Geschäftsbericht vorlegen. Meldungen, die den Aktienkurs beeinflussen können, müssen unverzüglich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht werden. Das gilt unter Umständen sogar für scheinbar Privates, wie den Gesundheitszustand eines Vorstandsvorsitzenden. Aber Vorsicht, gerade Börsenneulinge sollten eines nie vergessen. Auch ein DAX-Unternehmen ist nicht gegen Kursstürze und schlimmstenfalls einen Rauswurf aus dem Index gefeit.